Hallo und herzlich willkommen, lieber Stier, hier zum Reading für den April. Ja, April, April, der weiß nicht, was er will. Schauen wir mal mit Katerunterlegung hier heute. Schauen wir mal, was der April so für dich bringen möchte, ob es da unruhig wird, ob da Regen auf Sonne folgt oder ja, wie sich die Energien zeigen. Lieber Stier, lass uns direkt einsteigen und ich freue mich, dass du wieder hier bist. Ganz kurz, mein Name ist Sirut Sabine Haller. Ich bin Seelenbotschafterin, moderne Schamanin und hier auf meinem Channel schaue ich für dich in die unterschiedlichen Energien und du kannst auch gerne dein Mond-Aszendent-Zeichen dir noch anschauen, um zusätzliche Infos für dich zu erhalten. Doch hier jetzt erstmal die Hauptenergie hier für dich als Stier in diesem April. Und ja, ich habe so das Gefühl, es beginnt etwas Neues, wie ich das fast jeden Monat sage. Etwas Neues steht vor der Tür mit dem Beginn des Monats. Ja, ein neuer Monat öffnet sich. Eine Botschaft bitte hier für Stier. Ja, das Ass der Kelche, das Ass des Wassers. Wenn ich hier so drauf schaue, habe ich so das Gefühl, es möchte etwas neu geboren werden. Diese Perle hier in dir, dieses Leuchten in dir, diese innere Tiefe. Und bei den Seepferdchen ist das so, dass das Männchen der Seepferdchen sich um die Aufzucht oder die ja, Behütung auch der Eier kümmert und auch der kleinen Seepferdchen, die dann ausschlüpfen. Spannend. Etwas, was da in dir zur Reife kommen möchte, kommt mir gerade noch so in den Sinn. Welche zusätzliche Botschaft oder weitere Botschaft bekommen wir hier für Stier? Nein, das sind definitiv zu viele. Bitte eine weitere Botschaft hier für Stier, für den April. Die sanfte Gärtnerin. Und auch hier, schau dir das mal an, geht es um das Ei, was ausgebrütet wird sozusagen. Wir haben ja auch den im April Ostern, ja, da möchte etwas bebrütet, ausgebrütet werden, da möchte etwas wachsen. Und die sanfte Gärtnerin, da geht es einfach darum, diese Eier, wir wissen ja jetzt noch gar nicht, was das ist, liebevoll zu behüten, sanft immer das hineinzugeben, was gerade nährt. Welche weitere Energie steht hier Stier im April zur Verfügung? Wieder zu viele. Eine Botschaft bitte noch hier für Stier, für April. Die Dualität. Viele Bedeutungen und Missverständnisse. Das ist spannend, vor allen Dingen mit dem, wir haben ja hier wirklich so zweimal die Energie von etwas Neues möchte geboren werden. Und in der Dualität gibt es hier
für dich vielleicht das ein oder andere Missverständnis. Vielleicht ist dir auch noch nicht so klar, was sich da Neues entwickeln möchte. Vielleicht geht es hier auch darum, nochmal etwas Altes zu verabschieden. Ich habe das Gefühl, dass du auch hier in deiner Energie dich transformieren darfst. Vielleicht hast du dich bisher auf das fokussiert, was nicht so funktioniert hat. Und vielleicht gilt es genau da, den Blick zu wandeln, dahin, was sich jetzt entfalten darf. Es gibt immer dieses schöne, ja, was möchtest du da in deinem Leben verändern oder wo fühlt es sich da nicht gut, nicht stimmig an? Und ganz oft zählen wir auf oder wenn wir spüren, es steht eine Veränderung an, wir zählen all das auf, was uns nicht mehr gefällt. Und ich glaube, dass es hier, lieber Stier, bei dir darum geht, dich darauf zu fokussieren, was sich verändern möchte. Und wir haben auch hier das Ass der Kelche gerade an der Unterseite. Ist ziemlich spannend. Also ich glaube, lieber Stier, hier kommt ein tieferes Sinnverständnis über das Leben in dein Leben. Lass uns mal schauen, was die Tarotkarten dazu sagen. Gib mir bitte eine klare und deutliche Botschaft hier für Stier, für den April. Was ist das Ass der Kelche? Was möchte da ausgebrütet werden? Was darf hier neu verstanden werden? Wo gibt es vielleicht Missverständnisse, die jetzt geklärt werden dürfen, wo einfach auch die Liebe einfließen darf? Denn das Ass der Kelche ist die Liebe, die da zu dir fließt. Und vielleicht darf die eben auch da Neues hervorbringen und Missverständnisse, die bisher da waren, heilen. So, wir schauen mal. Ja. Die fünf, nein Quatsch, die sieben Schwerter und da sind die schon, die Missverständnisse. Da sind die schon. Auf der einen Seite bringst du vielleicht das ein oder andere in Sicherheit, wobei hier mit den Schwertern, wenn du die hier zu den Eiern legst, das könnte ziemlich gefährlich werden. Du hast hier zwei Schwerter, die zurückbleiben. Fünf nimmst du mit. Die fünf Schwerter, das ist ganz oft wirklich diese inneren Ego-Streitereien. Und ich glaube, dass das hier wirklich auf diese Missverständnisse auch sehr gut zutrifft, dass du da rausgehst und mit den zwei Schwertern vor einer Entscheidung stehst. Es kann auch sein, dass du dich hier aus unangenehmen Situationen rausziehst. Es kann sich hier um Betrug handeln, dass sich da jemand, ja, bereichert, dass sich jemand aus deinem Leben rausstiehlt und scheinbar etwas mitnimmt. Wir schauen mal weiter. Die Sonne. Ja, all das, was sich hier ausschleicht sozusagen, ist ein Glücksfall für dich. All das, was da gehen möchte, empfindest du hier im April als Glücksfall. Auch wenn das im ersten Moment vielleicht ein bisschen sich komisch anfühlt oder da doch noch mal Missverständnisse auftauchen, das ist hier so richtig so Schneeregenschauer und Sonnenschein. Ich habe ja gesagt, April, April. Ja, wunder, wunderschön. Und dann hast du hier die zwei Kelche und ich glaube, die zwei Schwerter, die hier zurückbleiben, ist deine Entscheidung, dich hier für die Liebe zu entscheiden mit den zwei Kelchen. Es geht auch hier um Begegnungen auf Augenhöhe. Vielleicht ist es auch das, was du da mit der sanften Gärtnerin behütest, was da wachsen darf. Es ist
eine ganz, ganz kraftvolle Liebesenergie, die sich hier zeigt. Ja, und der Tod, und den habe ich hier oben mit der Dualität schon mal wahrgenommen, genau. Ich habe das wirklich hier über diese Karte auch wahrgenommen, dass wir in einer Kultur leben, wo wir nur das Vergängliche sehen. Das habe ich hier wahrgenommen, eben auch mit der Karte hier Dualität, Missverständnis. Das kann auch ein komplettes Missverständnis in dir sein, dass dir hier etwas begegnet und du die Welt komplett anders siehst. Lass uns mal weiterschauen. Der Tod ist auf jeden Fall hier eine Chance. Also wir haben hier Geburt und Tod, Tod und Geburt, das gehört zusammen. Das ist Dualität hier auf dieser Erde, in diesem Leben. Und doch, es zeigt sich auch gerade so schön, gehören diese zwei Dinge zusammen. Die sind Teil eines Ganzen. Die sechs Kelche, das ist eine Erinnerung. Und ich möchte gerne die sechste Karte auch noch dazu haben. Ja, die Königin der Stäbe. Und wir schauen auch direkt die Unterseite an. Es ist eine sehr, sehr kraftvolle Botschaft. Ich drösel dir das jetzt direkt auf. An der Unterseite haben wir die Mäßigkeit, die Heilung. Auch die Sonne ist eine Heilungskarte. Und ich glaube, lieber Stier, dass du in diesem April einige deiner Ahnenthemen mit dir heilen kannst. Also das, was du in dir heilst, heilt auch die Ahnenthemen. Seien das jetzt männliche oder weibliche Ahnen, aber ich glaube, hier kommt ein Impuls, eine Inspiration zu dir, wo du wirklich ganz klar aus diesen alten Mustern aussteigst und für dich einstehst. Die Königin der Stäbe, das ist deine Energie, das ist dein Feuer, das ist dein Mut, dich in dem auszudrücken, was dich ausmacht. Und es geht ganz klar hier darum, alte Muster, alte Strukturen zurückzulassen, die alte Dualität, das alte duale Denksystem, gerade auch mit den sieben Schwertern hier zurückzulassen. Auch dieses duale Denksystem an Seelengefährten, an Ahnenlinien, auch da darf sich etwas transformieren. Da darf Neues wachsen. Nichts dagegen, dass das alles gibt. Also es ist nicht alles Alte schlecht hier. Versteh mich da bitte richtig. Es geht darum, das auszusortieren, was dir nicht mehr dient. Wo es da ein Missverständnis gab. Vielleicht ein Missverständnis im Weiterreichen der Erinnerung, ein Missverständnis im Weiterreichen der Tradition, kommt jetzt hier ganz stark rein. Dass traditionelle Werte hier auch angeschaut werden dürfen und dass du erkennst, wie vielschichtig diese Bedeutungen sind. Selbst wenn wir jetzt hier im April Ostern feiern, als christliches Fest, Ostara als altes Fest unserer Ahnen wurde schon am 20. März gefeiert zum Vollmond im, ja, da zur Frühlingstag- und Nachtgleiche. Das ist diese Balance, das ist dieser Ausgleich, das ist Ostara, das neue Leben beginnt. Hier, wie wir das hier auch mit der sanften Gärtnerin sehen, mit diesen Eiern, die jetzt sozusagen ausgebrütet sind, werden. Und wir haben hier auch die zwei, das finde ich ziemlich spannend, und wir haben hier diese zwei Schwerter, wir haben die zwei Kelche. Ja, es geht in gewissem Maß um Dualität und doch geht es auch um dieses große Ganze, so dass diese Dualität ineinander greift.
dass sich das ganz neu verwebt. Und das Symbol dafür sind diese zwei Kelche. Männlicher, weiblicher Aspekt auf Augenhöhe. Das kann jetzt hier eine Liebe sein, die da in dein Leben kommt. Das kann wirklich eine Begegnung mit einem Menschen sein, wo du dich schon vor Ewigkeiten verabredet hast. Auf jeden Fall kommt hier ganz viel tiefe Heilung in deinen April mit der Temperance. Es geht um Ausbalancieren, es geht um Klarheit und es geht eben auch um die Tiefe, weil mit Tod und Geburt, ich habe es schon gesagt, haben wir hier diese zwei Pole der Dualität. Und das, was sich dazwischen abspielt, ja, da dürfen wir wählen. Wählen wir das Leben oder wählen wir den Verlust? Wählen wir die Liebe oder wählen wir die Angst? Und so darfst auch du da für dich entscheiden, dir diese vielleicht inneren Missverständnisse anschauen, um dann in die Heilung zu gehen. Das Ass der Kelche, da ist auch ganz viel Heilungsenergie, die hier zu dir fließen möchte, so dass du dieses größere Bild deutlicher erkennen kannst. Und ich möchte jetzt auch dieses Bild nochmal ein bisschen größer machen, nämlich in der Fortsetzung. Und ich möchte da eine Ebene tiefer schauen. Gerade auf diese verborgenen Strukturen der Dualität, auf das, was jetzt geboren werden möchte. Ich möchte auch gerne hier gerade auf die sechs Kelche nochmal ein Stück genauer schauen, was hier so diese Erinnerung ist, die dir da übergeben wurde. Ja, lass uns eintauchen, lass uns tiefer tauchen. Den Link zur Fortsetzung findest du wie immer unten in der Infobox. Ich freue mich, dir da gleich wieder zu begegnen. Und ja, wenn du nicht mit in die Fortsetzung kommst, schau dir bitte aus deiner Perspektive im Außen und auch im Innen dein duales Denken an. Da, wo du dich vielleicht selber sogar missverstehst oder deine Gedanken missverstehst. All das darf sich hier im April jetzt klären.